Ich habe einen Brief gekriegt. Ich habe einen Brief gekriegt. Ich habe einen Brief gekriegt. Ich würde sagen, mal wieder schauen, reingehauen. Ich stand mir dann meine Hogwarts. Tschüsskowski. Ja. Würde ich natürlich sagen, wenn der Brief echt wäre, ne? Also, an der Stelle, ja. Was soll man sagen? Der Brief ist halt leider nicht echt. Leider. Ich mach mir die Mühe, Leute, ja. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Mashallah, 5. Jahr. Einfach überspringen, so muss das, ne? Das Schuljahr beginnt am 1. September. Mashallah, so muss das. Und Brian hat Psychosoul ein Abo verschenkt. Mashallah. Das steht zwar hier nicht im Brief, aber habe ich gerade gesehen. Vielen, vielen Dank für das Abo. Mashallah, gönn dir. Und damit weiter im Text. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Was Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftmäßigen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Natürlich kennt man aus Harry Schrotter. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Leisure Fick, ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl an der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mashallah, mit freundlichen Grüßen, irgendwas mit Weasley. Geile Meile, so muss das. Ach, Matilda Weasley steht ja drunter. Mashallah, gut, alles klar. Stellvertretende Schulleitung. Mashallah, darf ich da auch noch unterschreiben? Mashallah, wait a second, ich unterschreibe da auch noch. Ah, scheiße, geht nicht. Hätte ja klappen können. Gut, dann, Heide Jalla, ne? Bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fee. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliasar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Hm? Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Und wer ist deine Reisebegleitung?
Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Ja. Hast du das gesehen? So kann man das auch sehen. Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Maschala war stabil. Geiler Sound, würde ich sagen. Na, dann wollen wir mal ab, schnell, fett zum Phrasen. Bevor wir wieder ausgeladen werden. Weil wir unpünktlich zum Essen kommen. Neuch? Alles klar, Colin, geh jetzt langsam schlafen. Gute Nacht und geh jetzt noch auf TikTok. Alles klärchen. Hau da rein für die Leute, die pennen gehen. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Willkommen, Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben
und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Was könnte man da jetzt sinnvoll antworten? Ich freue mich auf den Unterricht oder ich will unbedingt erkunden. Weiß ich nicht. Gehen wir mal auf den Unterricht, weil wir sind ja wissbegierig, ne? Ihr wisst Bescheid, ne? Ich freue mich, die Professoren zu treffen und eine Menge in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereite dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Abenteuerlust? Ich würde sagen, dass ich vor nichts zurückschrecke. Oh, doch du hast ein tapferes Herz, wahrhaft mutig und keine Angst vor dem Unbekannten. Du bist bereit, allein voranzugehen, wenn es sein muss. Vielleicht gehörst du nach Gryffindor. In der Tat tat was in der Tat, natürlich. Gryffindor! Schade, dass man so nicht das annehmen kann, aber dann drücke ich halt die F-Taste. Ich bin ein Gryffindor. Von den sortierten, sortierenden Sorten, alles klar. Gryffindor. Schade, dass das Spiel so viele Einbrüche hat. Leider. In die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr, doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Alles klärchen. Ping. 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 Yeah. Wutschen und Wedel. Wingardium Leviosa. Ich Leviosa. First try, Diggy. So muss das. Probieren wir etwas Größeres. Stabil. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Nö. Denken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Ein Überrumpel. Levioso. Gut gemacht. Levioso.
Levioso! Alles klar. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Levioso. Das war Glück. Du kannst damit nichts zu tun. Ich weiß. Protego. Levioso. Das erschwert die Dinge. Sagen wir einfach, ich lerne schnell. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Ich teile aus, wie ich einstecke? Ich stecke aber nichts ein. Ich teile nur aus. Da ist der Unterschied. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Gryffindor. Und danke, wie viele? Professor Hagrid. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Dabei. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Stabil. Komm, Alte, lass uns laufen. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon. Ha, ich bin Erster. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alte Ruhen an der frischen Luft zu sein. Ach echt? Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen. Das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Ich glaube, ich war schon mal hier gewesen. Das klingt mir wie ein Déjà-vu. Die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Das ist wie ein Déjà-vu. Ich glaube, ich war schon mal hier gewesen. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Ach echt? Nicht mit Schnee aufgewachsen? Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha, was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. True Story. Attacke, weiter geht's. Dann muss ich jetzt ernsthaft die ganzen Pilze nochmal sammeln? Ah. Sieh mal. Hippogreife. Aus dem verbotenen Wald. Ganz schön. Ja, ja. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Nochmal ein paar Pilze. Die Magic Mushrooms sind am Start. Ihr wisst Bescheid, ne? Was haben wir denn da? Kann man das auch sammeln? Nö, das kann man nicht sammeln. Aber das kann man sammeln. Genau. Ja. Gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Was ist das eigentlich für eine Ruine? Das wollte ich schon vorhin fragen, ist mir aber dann also, wenn es nach mir entfallen. Geht, ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Leben.
aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauer viel zu entdecken. Revelio. Aha. Mashallah, nochmal schnell geplündert hier. Oh, ja, Bruder. Ganz entspannt bleiben. Ich wollte doch nur looten. Ich bin ein Lootbär. Ihr wisst doch. Oh, smooth, Alter. Habt ihr das gesehen? Ey, das war gekonnt, Junge. Und da guckt die Alte noch nicht mal, ne? Da will man einmal imposieren. Imposant. Und dann ne, freut die sich nicht mal, wenn ich hier so einen Trick mache. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich oder weiß, kann man auch nach meiner Ankunft nee, okay, schade. Waren. Schade. Alles war so neu und fremd. Schade, dass man nicht mit Akio sich das ranholen kann. Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich stimmt wird wirklich. Es auch für dich. Ja. Stimmt wirklich. Ja, hier war ja nichts Unbedeutsames oder so, ne? Da geht's auch lang. Digga, was sind das hier alles für Plätze? Sieht etwas mitgenommen aus. Ja, Mr. Moon ist, glaube ich, sympathischer als Mr. Filch, Alter. Mr. Filch ist ja in 250 Jahren ein bisschen griesgrämlich mit seiner Katze. Wie ist denn nochmal die Katze? Ich habe keine Ahnung. Umkehren, Miss Onei. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein dämlich Geist. Hässlich, haarig. Furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Wie alles klar. Beiden? Wiederschauen und reingehauen. Armer Mr. Moon. Ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn nie in einem solchen Zustand gesehen. Wir sind fast da. Ja. Es gibt außerhalb Schön. Der Schlossmauern so viel zu sehen. Nicht ja, ja, true story, Wenn true story, ne? Wenn du Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Gerne, gerne. Mit all den Gerüchten über Kobolde und... Wir können auch gerne mehr ergründen. ...jemanden an meiner Seite zu haben. Viel mehr. Gut zu wissen, Natti. Danke. Na gut, das hat sich dann doch gelohnt, die Sequenz nochmal zu spielen, weil ich habe tatsächlich mehr Inhalte gesammelt als vorhin. Und? Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Stimmt wirklich. So. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln Ich krieg einen Zauberstab, ich krieg einen Zauberstab, ich krieg einen Zauberstab, ich krieg einen Zauberstab. Nimm dir Zeit, um zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Alles klärchen. Viel Spaß. Alles Gleiche. Später. Ja, falls es nachher brennt, Schwester, ich war's nicht. Ja. Das sieht nach Punkten aus, wo ich hin kann. Fangen wir mal ganz vorne an, einfach jetzt, ne? Fangen wir einfach mal wirklich ganz vorne an. Ich wollte ja eigentlich zuerst ganz hinten anfangen. Ein Servus. Neugieriger Geist. Clean. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, stabil. Dass sie vorbeikommen. Stabil. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown.
Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. True Story. Weiser Mann, der Typ. Dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. So, der Typ heißt Thomas Bowen, sein Bruder ist Thomas die Lokomotive, ne? Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Ah ja. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Ja. Ich baue selbst an. Nee. In Deutschland nicht möglich, du. Ach du Scheiße. Das kostet nichts, das nehme ich. Das kostet auch nichts, das nehme ich. Falls Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. LOL, wie viel der Bree hat, Alter. Ach, verkaufen kann man hier auch. Aha. Okay, die Schiebermütze gefällt mir nicht, die gebe ich weg. Eine Brille brauche ich auch nicht, sieht komisch aus. Handschuhe brauche ich auch nicht, sieht komisch aus. Beigeschal, Schwarze Lederhandschuhe, ja, kann ich behalten. Schicker Zylinder brauche ich auch nicht, tatsächlich. Umhang des Gärtners, nee. Lässiges, elegantes Outfit behalte ich mal. Der komische karierte Mantel sieht dämlich aus und ja. Ah ja. Alter, also ist das hier wirklich sehr viel Münz sammeln, damit ich hier Sachen nachkaufen kann. Oha. Prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Jetzt bin ich gespannt, doch. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind... Ah, Zauberstab. Einen Moment, bitte. Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind noch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmacher der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ah, ja. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll? Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Weiß ich nicht, ob der will. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Ah, alles klärchen. Zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Ja. 13¾ Zoll. Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen. Zurück ins Regal. Ja. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier. Nehmen Sie.
Alles klar. Irgendwas in Weißoptik. Ein weißer oder ein schwarzer Optik. Sieht immer geil aus. Weil Weiß auch so eine Farbe der Hoffnung ist. Ja, doch, Weiß. So weiß-grau ist doch geil, oder? Wenn ich mich persönlich immer so schwarz kleide, sei es jetzt hier Akzente wie Ring, Kleidung, Headset und, kann ich das perfekt dazu. Wirklich interessant. Warte mal, was waren? Irgendwas bei 13 Zoll. Leicht federnd. Leicht federnd? Weiß ich noch nicht. Erle? Weiß ich auch noch nicht. Apfel? Esche? Welches Holz soll ich denn da nehmen? Also, weiß ich noch nicht. Also 13 Zoll nehme ich jetzt mal wie bei der Hogwarts-Seite da, dieser Fanclub-Seite. Ja, 13 Zoll halt. Aber was für eine Holzart? Faszinierend. Ebenholz hört sich edel an, muss man sagen. Ich hoffe, ich kann ihn im Nachhinein noch schön dekorieren. Mit irgendwelchen Specs, Dekorationen, Verschönerungen. Ja. Ebenholz, würde ich mal sagen. Puh. Drachenherzfaser, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Die Feder eines Phönix, die als Zauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Will ich stark sein? Beständig? Oder standhaft? Oder einen großen Beidbrandigkeit, also wirklich die größte Masse der Möglichkeiten ab, abfrühstücken. Weiß ich nicht. Ich schwanke immer noch zwischen Phönix, weil wegen die große Masse, als auch stark. Es muss ja ein Zauberstab sein, der wirklich wuchtig sein kann, dass wenn ich mal mich verteidigen muss, ich mich wirklich blind auf meinen Zauberstab vertrauen kann. Ich muss mich ja auf den Zauberstab verlassen können. Deswegen, er sollte schon ein bisschen mächtiger sein, wie ich mir das überhaupt vorstellen kann. Weil dann wäre ich auch immer wieder überrascht, wie mächtig diese Art von Magie sein kann. Ein Deswegen. Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Genau, deswegen würde ich Drachenfaser nehmen. Und an der Stelle würde ich mal sagen, Mashallah, wir haben unseren ersten originalen eigenen Zauberstab ohne Verzierungen. Ja. Erstellt. Was meinen Sie? Oh, das sieht geil aus. Passt zu den Haaren. Außergewöhnlich. Oh, Mashallah. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken.
und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen, vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Alles klar. Darf man eigentlich in diesem Universum mit den ganzen Regeln, man sich eigentlich einen Zweit-Zauberstab machen? Also, dass man zwei Zauberstäbe gleichzeitig hat und der eine Zauberstab halt als Hauptzauberstab genutzt wird und der andere so als Ersatz in der Jackentasche oder so, dass wenn man zum Beispiel, dass der kaputt geht beim Kampf, der Hauptzauberstab, oder der verloren geht oder halt aus wessen Gründen auch immer vorübergehend blockiert ist oder so, dass man dann doch noch den Ersatz nehmen kann und dann loslegen kann, um sich zu verteidigen. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Das war's mit meiner Wette. Lumos. Ups. Levioso. Levioso. Confringo. Protego. Levioso. Sieg. Mashallah. Sehr gut. Da ist der Schrank. Aha. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Stecken rein. Stecken einfach rein. Hui. Ha! Ha! Geil. Geil. Ist das geil. Patsch. Geil. Wunderbar. Geil. Eine alte Münze. Vielleicht kann man etwas damit anfangen. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in... Ich habe ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Tatsächlich habe ich alle Aufgaben erledigt. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, natürlich. Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Alles klärchen. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Alles klärchen. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Incendio. Gut. Oh. Ich könnte statt der 3 Incendio nehmen. Nice. Ja. Na, warte mal, ich kann das da machen. Dann kann ich aber auch den... Kann ich hier keine zweite Reihe machen? Nee, noch nicht. Okay, Reparo. Weiß ich nicht, ob ich das so großartig brauche. Ja, fackel die Schule ab. Mashallah, das mache ich. Incendio. Ooh.
Achso, der muss sich aufladen. Levioso, entzünden. Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Oh, voll, voll. Also ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber an der Stelle bin ich da mal raus, nur um alles abzufackeln. Oh yeah. Oh yeah. Stabil, würde ich sagen. Und moin, moin, Dr. Stromboli. Was geht, was geht? Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Das sieht man und hört man. Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Stabil. Aber... Tee? Ja, doch. Wieder mal auf Abenteuertour? Immer. Dark Souls... Das ist Dark Souls Potter. Yo, Bruder. Incendio, Protego, Accio, Expelliarmus. Protego! Ich muss einfach weitermachen. Scheiße. Incendi. Expelliarmus. Accio. Incendio. Oh shit. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Bruder. Heftig. Also die Steuerung ist auf jeden Fall besser als Dark Souls. Incendio. Alter. Heiliger Günther. Entweder füttert man das Tierwesen oder es füttert sich. Weißt du, was ich meine? Ja. Accio. Expelliarmus. Incendio. Protego. Guter Trick. Incendio. Expelliarmus. Protego.
Incendio. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Danke, dass du all die Jahre diese Seiten gehütet hast. Als ob der hier gestorben ist, der Jackdaw. Karte deines Verderbens, Jackdaw. Als ob der genau da verstorben ist, lol. Revelio. Heftig. Ich muss noch mal ganz nach drüben kurz, Leute. Protego. Es ist ja mein Schlussverkauf. Hätte echt bei Harry Potter mitmachen können, ich schwöre, Digga. Huch, den habe ich jetzt nicht mehr sehen, du. Easy going, würde ich sagen. Das ist unheimlich. Was war denn das? Auf den Spuren einer sehr alten Magie. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Digga. Dass das alles so bei Hogwarts einfach so ist, Norch. Heftig, Digga, heftig. Was eine Open World. Oh nein, der Raum wird ja geflutet. Oh shit. Ich bin am Arsch. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich herausgefunden habe. Okay. Lol. Ja, genau. Wo bin ich hier? Ja. Revelio. Es offenbart sich hier gar nichts, Digga. Hm.
Welchen Spuren folge ich überhaupt gerade? Bruder, ich bin frisch in die 5. Klasse gekommen, bin ja knapp anderthalb Wochen da an der Schule, an dieser Schule. Und Bruder, ich mach hier... Was? Ich mach hier sehr mächtige Dinge. Oh. Kann das sein? Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Na gut, ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Die Verbindung zur alten Magie hat Talente freigeschaltet. Du hältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du den Zaubergrad erhöhst. Ah ja. Oh! Neun verfügbare Talentpunkte. Bruder. Dann mache ich erstmal die Haupttalente. Ganz ehrlich. Ich hoffe nicht, dass das sich irgendwie negativ auswirkt, dass ich jetzt hier... Ah. Na, bis Ende des Spiels habe ich das sowieso voll. Also, was soll ich sagen, ne? Hoffen wir mal, dass Schleichen jetzt nicht so wichtig ist und die dunklen Künste auch nicht. Gekonnt verprasst. Ja, das glaube ich dir, du. Stabil. Das eine Bein links und das andere rechts. Ob es eine Vorversion vom Nimbus 2000 dort gibt? Ich will keinen Damensitz sehen. Da weht es sie direkt vom Besen. Läuft. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Mal gucken. Vielleicht. Überreden Sie mich. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Alles klärchen. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Diese Aussicht. Hallo, schöner Tag zum Fliegen.
alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Alles klar, schön. Einmal überhaupt klar. Warum haben die das damals nicht in den Filmen auch so gebracht, dass die als Flugschule einmal um Hogwarts durch, dass man einfach sieht, wie toll das aussieht? Warum haben die das nicht in den Filmen schön dargestellt, so wie hier im Spiel? Mit einer richtigen Flugroute um Hogwarts. Oh, unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Das sieht so toll aus hier, Alter. Das ist halt, das looks so beautiful, Alter. Real talk, Alter. Ich hab gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Ach echt? Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Klopp. Wenn ich da auf dem Bitzen sitzen würde, auf dem Besen, da würde mir so die Arschkümmer wehtun. Real talk, Alter. Mir würde so die Arschkümmer wehtun. Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Ah ja. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Alter. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums. Jesse, ja moin, was geht? Du warst ja lange nicht mehr da. Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Das gefällt mir schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Ist das genial. Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Boah, Digga. Ich bin absolut nicht mehr auf Twitch unterwegs. Bin zufällig auf den Twitch-Tab gekommen. Hab dich online gesehen. Ui. Ja, ich bin online. Mal wieder. So wie immer. Oh, Bruder. Das ist, ne? Also ja. Das ist Kogabas Pfeife. Unser Ausflug ist zu Ende. Wir sollten schnell zurück. Digga. Die Klasse schon entlassen. Geben wir schnell die Wesen ab. Steig hier ab. Clean. Oh, hallo. Auch wenn wir jetzt an Ärger kriegen und so. Ja, nice, dass ich das immer noch durchziehe. Ja, ist tatsächlich so. Es hat sich ein bisschen was geändert über die Jahre tatsächlich, aber ja. Was soll man machen, ne? Man wächst mit seinen Ausgaben. Und ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor. Genug. Der Unterricht ist beendet. Und nicht wundern, das Game laggt immer noch. Das ist gestern erst offiziell rausgekommen. Sie sollten künftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Zum Arbeiten verschafft. Stabil.
Ich bin gespannt, was sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was seine Kleidung Rebellion. Heftig. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Alter. Der Tisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion. Es ist heftig. Einfach nur heftig. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Komplexere Objekte beschwören, benötigen sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Oi. So, bin wieder da. Was habe ich verpasst? Ich bin gerade dabei. Ausgesetzt natürlich, Sie haben Samen oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Ich bin gerade dabei, hier Sachen aufzubauen. Wait a second, ich muss hier mal ganz kurz, ich bin hier dabei, Sachen zu bauen, im Raum der Wünsche und so viel verpasst hast du jetzt tatsächlich gar nicht. Hm.
Wissenschaftlicher Teppich. Der wissenschaftliche Teppich wurde ich tatsächlich dahin machen. Was ist das hier? Ja, kommt dahin. Was das hier ist? Nein, habe ich eh noch nicht. Der Hocker sieht schöner aus. Dann kann Besuch sich hier besser hinsetzen. Erstmal. So. Ah ja. Ich würde mal sagen, wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Können Sie mir mehr über Deke sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen, glauben Sie mir. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Oh ja, geil. Richtig Licht durchflutet. Heftig. Jo. Clean. Schön Licht durchflutet, das mag ich. Dekorativ. Oh. Und hier dann einmal in Gold. Weil dann kann man sich hier nämlich hinsetzen und hat seine Ruhe. Dann kann man auch die Wände zumachen, wenn man Bock drauf hat. Oh. Hier, das ist Gold. Das kann da so hin. Das passt optisch. Das passt auch weiterhin optisch schön. Hier kannst du nichts platzieren, okay. Okay, das ist tatsächlich, wie soll ich sagen, das ist halt wirklich insane, Alter. Okay, können wir mal eine gotische Nische draus machen? Das hier ist eine wissenschaftliche Nische, okay. Kann ich auf der anderen Seite tatsächlich auch noch andere Nischen bringen? Dann mache ich ja auch noch eine botanische Nische. Hier kommt
Wissenschaftlicher bleibt. Ah nein. Hier vom dann. Ne, die hatte ich schon. Das noch hin. Und dann habe ich jede Nische mit einer Möglichkeit gefüllt. Ich glaube, ich lasse es dann doch so. Aber ich könnte maximal... Schwarzakzent, ein Blauakzent, ein Weißakzent. Komm, lassen wir mal den Weißakzent. Oh, da wie die Sonne reinknallt. Mann. Oh, das ist so genial. Alter. Bruder. Da hat jemand so viel am Bienenstock genuggelt, ich schwör's. Fenster können sie bleiben. Digga. Kommt man denn da überhaupt hoch? Wenn ich da oben die Elektrik habe? Aber da wäre tatsächlich mehr Licht, wenn ich das so hinbastel. Die elektrische Wand sozusagen. Dann ist definitiv mehr Licht. Okay, dann ist der Raum hier halt ein bisschen mehr auf Elektrik angelehnt. Gar kein Problem. Das ist mies stabil. Ulala. Das ist heftig, Digga.